Und da sind wir wieder bei Teil 2 zu Brainiac, heute in der Team Edition. Simon führt aktuell mit 3 Punkten, Kostet direkt dahinter und ein bisschen abgeschlagen dahinter Peter. Nächste Frage, Jungs. Seid alle bereit? Jawohl. Okay, jetzt kommt ein bisschen speziellere Frage, die habe ich nicht im Internet recherchiert, sondern wusste ich noch aus meiner Jugend. Flossen auf dem Tisch. Okay, Flossen auf dem Tisch. Peter, ja. Nenne mindestens 2 Slogans, die McDonald's seit 1990 im Anschluss an ihre Werbung gespielt hat. Zwei Slogans. Einen weiß man immer. Ich bin auf 3 gekommen. 2 sollte eine realistische Angabe sein. Oh. Scheiße, ich war ein. Ein ist safe, aber. Ja, einer habe ich auch. Na los, dann 2. Zwei sind da. Ich muss es sagen, er muss sagen. Ich weiß, wer jetzt fertig ist. Gut. Offensichtlich keiner von den Jungs, großer Fastfood-Junkie. Heute schon, damals vielleicht weniger. Ich mach die Frage zu. McDonald's? Und als drittes, der aktuelle Werbeslogan wäre auch gegangen. Ich liebe. Nächste Frage. Ein bisschen spezieller, es geht um Musik. Im weitesten Sinne, aber viel um Musik der 90er. Oh ja, yeah, okay. Los, Peter. Wie hieß die Sendung eines amerikanischen TV-Senders, die Stars wie Justin Timberlake, Britney Spears und Christina Aguilera hervorbrachte? Koste! Mickey Mouse Club? Ah, richtig! Komplett richtig. Welcher Boxer bis während eines Kampfes seinem Gegner. Aber eigentlich schon 60 Mal gedrückt, oder? Wer war denn zuerst? Weiter die Frage. Ich hab's zuerst gestellt. Ist gedrückt. Du musst drücken. Okay, ich hab gedrückt. Na, dann Mike Tyson ist die Antwort. Mike Tyson ist tatsächlich die Antwort. Du hast gar nicht gedrückt. Ich hab gedrückt. Von hier aus ging meine Hand. Das werden wir später in der Videoauswertung dann nochmal ganz genau uns angucken. Ich mache diese Frage zu, es gibt keinen Punkt dafür, es wäre die richtige Antwort. Okay, aber wir können auch sagen, weil ich so fair bin. Ja. Peter kriegt den Punkt. Nein, das ist die Antwort. Ja, genau, tatsächlich ist er wieder. Okay, nächste Frage. Auch wieder Musik. Ich hoffe, ihr seid bereit. Hände auf den Tisch, weg vom Basler. Okay. Wie hieß die Gruppe, die Michael Jackson schon in jungen Jahren. Costa. Jackson 5. Die ja. Jackson 5. Definitiv richtig. Damit hat Costa eine Punkte. Vier Punkte. Oh mein Gott. Oh, ein Punkt, ein Punkt. Das könnte sein jetzt die letzte Frage. Es könnte schon sein, dass wir gleich schon an einem Punkt fragen. Okay, seid ihr bereit? Ist das spannend? Filmtrivia. Was? Film. Unnützes Filmwissen. Oh ja, okay. Und dann machst du Trivia. Ah, Trivia. Genau, richtig bei Brainiac. Genau, richtig. Und zum Brainiac-Wissen. Aber sollte man auch wissen, sollte Teil oder okay, los, los. Okay. Los auf den Tisch. Los auf den Tisch. Wie hieß der Schauspieler, der vor Daniel Craig die Rolle des James Bond gespielt hat? Oh. Kommen wir noch nicht mit. War das schon vor Daniel? Ich weiß ja, aber direkt vor Daniel. Peter. So Connery. Nein. Nein. Vor Daniel Craig. Direkt vor Daniel Craig. Komm, Costa, du hast es doch auf den Lippen. Deine Chance jetzt noch zu drücken. Die Runde bleibt noch. Ich weiß jetzt auch. Pierce Brosnan ist der Richtige und damit haben wir auch einen offiziellen Gewinn.
Danke. Kosta hat gewonnen. Kosta, bitte mal schnell. Was ihr rated. Wir freuen uns, dass ihr uns zugeschaut habt. Abonniert gerne den Kanal hier unten. Lasst uns einen Daumen nach oben da. Für Kommentare sind wir auch immer zu haben. Sagt uns Bescheid, was euch gut gefallen hat und was euch weniger gut gefallen hat. Die nächsten Videos. Wir freuen uns sehr auf euch. Bye, bye. Und da sind wir wieder, diesmal zum ultimativen Bestrafungstool. Wir haben natürlich Kosta als unser Erstplatzierten. Der darf sich eine Strafe für Peter ausdenken, der diese Strafe dann machen muss. Wir haben eine preisgefüllte Strafenbox. Es wird sehr abenteuerlich, ihr dürft sehr gespannt sein, was da passiert. Kosta, wähl doch etwas aus unserer Strafenbox. Wir werden euch noch nicht alle Strafen präsentieren, weil wir auch in Zukunft viele weitere Strafen immer zufügen werden. Genau. Peter weiß gar nichts und auch Kosta weiß nicht, was ich da reingebracht habe. Also, ich bin ein guter Mensch, ich habe keine. Also, ich kann mal so viel verraten: Es sind Sachen, die jeder im Haushalt hat. Die Büroklammern sind dafür gedacht, dass man sich die möglichst ins Gesicht packern muss und dann einen furchtbar lustigen Spruch sagen muss. Etwas, was Kosta sich dann im Optimalfall noch ausdenkt. Ich habe eine Idee. Ich lasse ihn die Lippen quasi rumtackern. Und dann darf der Kollege den neuen, oder nächste Woche vorstellen, den neuen Vlog wird es dann werden, den neuen Burger-Vlog. Ja, dann glaub ich, das hier. Das bekommst du dann hier. Und die reichen dir? Die fünf? Nee, dann machen wir hier. Ja, wir gönnen natürlich, wir gönnen. Peter, komm mal richtig einen raus jetzt. Komm mal richtig einen raus. Soll ich dir mal helfen? Ich assistiere mal. Genau, komm, Kosta assistiert. Ich soll dir nicht. Ich krieg's jetzt der Punisher. Na gut. Also wie gesagt, er macht sich jetzt die Lippen voll mit den Nestklammern. Warte, wo musst du es? Na schon auf die Lippen. Einmal hier. Die Lippen? Ja, genau. Einmal quer rum. Ich würde es schon. Das darfst du vorstellen. Kannst du auch für die Kamera halten. Genau. Ah, das ist echt, Alter. Okay. Ah, das ist. Das nächste Video von WhatsApp TV, den Burger-Vlog. In der nächsten Sendung freut euch drauf. Und abonniert den Kanal. Was ist das für ein Slice?